Guten Morgen an alle DAX-Freunde zum heutigen Jeff the Live Trading TV. Und wir wollen uns hier den Markt mal anschauen, 10:45 Uhr, was der DAX denn so treibt. Und wir hatten den IFO reinbekommen, da gab es erstmal auch Jubelstimmung, die allerdings jetzt hier schon ein Stück weit wieder versiegt. Und wir sehen, der DAX befindet sich aktuell wieder im Rücklauf. Kurz zu gestern, es gab hier nicht die angedachte Pullback-Chance, abermals der DAX schwach auf der Brust und hier abwärts orientiert. Natürlich der Bias, der hier dann einen immer recht schwierig in den Markt kommen lässt. Aber zumindest die Schwäche setzte sich weiter fort und mit Blick auf den Tagesschart bleibt die Situation unverändert angespannt. Vermutlich weitere Erholung hier in Richtung 9.750, 9.745 scheinen verkaufenswert. Selbst eine Ausdehnungserholung bis in den Bereich von 10.000 Punkten dürfte hier das grundsätzlich weiter bärisch wirkende Bild beim DAX nicht verändern. Das bleibt dabei und insofern, wir sind nicht mehr weit von den Tiefs Ende August weg. Wir sollten diese durchaus noch ansteuern, Schrägstrich gegebenenfalls sogar unterschreiten können. Das bleibt in jedem Falle hier die spannende Ausgangslage. Mit Intraday-Betrachtung haben wir die Situation, dass es sich heute, und das werden die häufig teilnehmenden Zuschauer ohnehin wissen, aber wir wollen es natürlich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, weil es auch in der Headline auftaucht, hier den stärksten Handelstag der Woche mit 62% positiver Schlusspreise. Sicherlich, es gibt bessere Werte, keine Frage, aber 62 ist schon relativ deutlich, gerade im Kontext dessen, dass wir am Freitag statistisch mit nur 38% einen sehr, sehr schwachen haben, einen sehr, sehr schwachen Tag haben. Also gleicht sich das hier so ein Stück weit aus. Grundsätzlich das Momentum vom DAX, das braucht auch nicht groß erzählt werden. Wir befinden uns hier in einer Abwärtsbewegung. Wir haben der letzten 6 Monate knapp 25% abgegeben. Sie sehen hier die Kennzahlen während der letzten Woche, während der letzten 2 Wochen, 4 Wochen, 3 Monate. Das ist hier wirklich eine Abwärtsbewegung, die genau so erfolgen muss, aufgrund der starken Performance, die wir ja insbesondere seit Oktober letzten Jahres gesehen hatten, deutlich über 50% innerhalb von wenigen Monaten oder aber auch ohnehin die Rallye seit 2009. Generell hat der Markt hier sicherlich mal ein Stück weit den Bedarf gehabt, auch Luft zu lassen, und hier knapp 25% ist eine Hausnummer, die man eigentlich durchaus schon als das dürfte reichen abhaken könnte. Doch das muss mal weiter beobachtet werden, denn wir sehen, dass der DAX hier zunehmende Schwierigkeiten hat. Heute am bullischsten Handelstag sehen wir oder sahen wir eigentlich zunächst erstmal eine positive Erscheinung, die sich jetzt aktuell jedoch wieder umkehrt, und wir können hier aufgrund der jüngsten Chartkonstellation einen Widerstand kurzfristiger Natur in den Chart ziehen. Gerade mit dem Spike, den wir heute gesehen haben im Sinne des IFO-Geschehens, hier Widerstand sehr gut definierbar 9.705, 9.700. Da ist jetzt ein kurzfristiger Widerstand zu finden, zu definieren, den wir auch jetzt gleich mal hier entsprechend mit einem Pfeil wieder markern, damit das alles ein Stück weit deutlicher wird. Aber hier diese Zone, das hat schon seinen Charme, reicht der eine Pfeil im Grunde genommen. Dennoch oder zusätzlich sehen wir hier auch leichte Divergenzen, wobei gesagt werden muss, dass natürlich hier diese mittlere Range hier aus der 24-Stunden-Indikation herrührt. Und da hatten wir im asiatischen Handel, asiatisch-pazifischen Handel wirklich nicht viel zu tun. Die Wolle auch relativ gering. Dennoch hier eine leichte negative Divergenz auch schon zu sehen mit dem Spike jetzt hier. Faktisch können aber die Rahmendaten sehr gut eingeschränkt werden. Denn oberhalb von 9.705, 9.710 Punkten wäre hier ein bullischer Move, gerade im Sinne des stärksten Wochentages, denkbar, der dann hier im Ausdehnungsfall bis zum 61er Level gegebenenfalls kleine Spikes rüber führen könnte. Ich mache das mal blau gestrichelt, das wäre hier ein Szenario. Andernfalls bleibt es unterhalb von 7.905 in einem bärischen Muster, das Ganze, und es dürfte hier direkt weiter gen Süden gehen. Die Verlaufstiefs hier von Ende August im Fokus. Das bleibt weiterhin dabei. Das Bild ist bärisch. Man kann auch hier als Trendlinientrader sozusagen eine schöne Aufwärtstrendlinie sogar skizzieren. Wenn es darunter geht, dann springen sicherlich noch mehr drauf auf. Natürlich auch möglich, dass wir uns hier so ein Stück weit im Sinne des Eröffnungspreises einpendeln, könnte auch so eine Situation hier geben, aber generell ist der weitere Bias wohl negativ. Kommt es, wie gesagt, zu einer Erholung hier nach oben raus? Wir haben natürlich heute auch noch die Arbeitslosenzahlen hier
beziehungsweise die Ersterträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA, Konjunkturmeldungen in der Nacht oder am späten Abend, das dürfte jetzt hier weniger interessant sein, ist aber dann auch noch Janet Yellen mit einer Rede am Start. Also da kann sicherlich noch ein Stück weit was gehen, aber die Chancen auf der Oberseite bleiben begrenzt. Kurzfristiger Widerstand ganz klar 9705 rund. Oberhalb dessen hätten wir hier kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial, könnte man als Breakout sehr schön mitnehmen. Da sind sicherlich dann 100, 150 Punkte drin nach oben. Andernfalls unterhalb dessen hier weitere Konsolidierung möglich mit diesem kurzfristigen Aufwärtstrend. Hier so ein Stück weit Pendellauf, jetzt zwischen 9,6 in Anführungszeichen und 9,7 eigentlich mehr beobachten. Hier kann sich der Markt jetzt erstmal bis zum Nachmittag hin seitwärts entwickeln, um dann eine Richtungsentscheidung zu generieren. Generell unterhalb von 9.590 wäre, das werden eben auch hier das Vorstundentief unterboten, 9.586, ja, kippt der Bias deutlicher in Richtung fallender Preise, dann kann es hier neben dem Touch der Trendlinie auch zu einem Ausbruch nach unten direkt kommen. Bleibt dabei, die Lage ist hier weiter angespannt und bislang alles nur bärische Konsolidierung, die immer wieder nach gewissen Seitwärtsläufen negativ nach unten aufgelöst werden. Und das dürfte eben hier sehr wahrscheinlich auch weiter der Fall bleiben beim DAX. Und insofern wollen wir hier die heutige Beschau mit. Mal sehen, ob sich das noch öffnet, aber ich glaube, er mag gerade nicht. Dann werden wir die heutige Show hier schon beenden. Und ich würde sagen, wir schalten uns, ja, wenn es spannend wird, am Nachmittag nochmal auf. Ansonsten auf jeden Fall zu den US-Märkten am späten Nachmittag. Erstmal danke fürs Einschalten. Und wie gesagt, der DAX hier wohl weiter schwächer. Zonen sind sehr schön zu definieren. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen beim Traden. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.